Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Und wir sind nach wie vor im Saartal unterwegs und haben uns nach einem unliebsamen Tod vorgekämpft bis ja zu dieser Eisentür hier. Und schauen wir mal dahinter. Der Umriss habe ich schon gesehen, da oben steht irgendwer. Der steht strategisch ziemlich gut, ich sehe ihn von hier nicht. Hier hinten irgendwas? Nichts Wichtiges. Gold. Kommen wir hier noch woanders hoch, so dass man es nicht gleich sieht. Ja, wie man es jetzt gehört hat, bestimmt wegen dem blöden Vogel. Wir machen schon mal die lebende Rune aktiv. Und auch das hier. Das ist natürlich gemein, dass wir uns jetzt in Nahkampf wagen müssen. Mal schauen, wer da ist. Plünder geht immer. Wupsa. Alter, ein Trauker Guardian. Der ist zu krass, der wird uns mit einem Schlag weghauen. Wir müssen also nicht treffen lassen. Ich brauche jetzt eine Strategie. Noch habe ich sie nicht. Am besten tatsächlich holen wir uns ein bisschen Unterstützung. Okay, da hat unsere lebende Rune weggemacht. Das ist natürlich nicht sehr optimal. Ja, wir haben uns jetzt einen Daedra geholt. Oder ich habe mir jetzt einen Daedra beschworen. Mal sehen, wie lange der durchhält. Wir können auf jeden Fall nicht in den Nahkampf gehen. Normalerweise, die sind so stark, dass sie aktuell nur einen Schlag brauchen, um mich wegzuschmeißen. Hat die den Bewohner trotzdem nicht schön. Zack, das sehen wir. Der hat ihn mit einem Schlag weggeholt. War ja doch noch ein Katana. Wir brauchen die lebende Rune dringend. Wir können ja nur die ganze Zeit versuchen, Abstand zu halten. Oder vielleicht klappt es auch. Ja, ist natürlich immun dagegen. Ups, wir haben die Schwerkraft kennengelernt. Er versucht gerade in den Gefängnis zu sperren. Muss noch mit dem Mana ein bisschen aufpassen. So, dann muss er erstmal hochrennen. Wie gesagt, den können wir nicht im Nahkampf gegenübertreten. Ja, schrei mich nur an. Ja, kein Sehenschnell groß genug, kann ich mir vorstellen. Eben er hat zwei Händler, ja, das ist ein Katana. Sieht geil aus, ne? Guck mal, wie wertvoll das auch ist. Puh, okay. Oh, ein schwarzer Sehenstein, ja. Berechtigt bei dem Gegner, berechtigt. Ja, nicht wundern, wenn ihr hier seid, irgendwann mal. Es heißt nicht, dass ihr dieselben Gegner habt. Das hängt von euren Level ab. Die Gegner skalieren so ein bisschen mit. Also der Gegnertyp, der kommt, ändert sich je nachdem, welches Level ihr habt. Bis zu einer gewissen Grenze, soweit ich weiß. Oder mal anders ausgedrückt, wenn ihr stärker wärt, wären die Gegner auch stärker. Kann also sein, dass bei euch hier nur ein ganz kleiner publiker Trauger steht, wenn ihr halt mit einem niedrigen Level hier seid. Yay, noch eine Tür. Hinter jeder Tür ist ein kleines Wunder. Kein Loch in der Decke. Okay, sieht so aus, als könnten wir einraumen und definitiv überleben. Mal kurzer Sicherheitssave nach so einem tödlichen Gegner. Oh, Knochenfeier. Oh, Seelendiebfeier, ja. Wenn man einen Gegner hätte, der schwach genug ist, wäre das toll. Da, wieder eine Rune. Ich glaube, die kriege ich mit dem Schrei weg, aber dann kommen dann gleich die Horte Trauger. Der da drüben in der Mitte, der sieht mir ziemlich echt aus. Versuchen wir es mal. Dünn. Okay, ist anscheinend nicht echt. Ja, habt ihr gesehen, da war die Falle. Amethystring, okay.
Das sieht trotzdem so lebendig aus. Ich muss jetzt kurz nochmal versuchen. Ich will nicht, dass wir im Rücken Gegner haben. Ich will jetzt ganz sicher gehen. Okay. Ein großer Raum, leerer Gang. Immer bei sowas schön drauf achten, ob irgendwo Fallen auf dem Boden sind. Ah, wieder jetzt so Räumchen. Fisch, also Wal, Schlange, Wal. Sieht noch nicht nach Fallen aus. Adler, Adler sind ja viele Zeichen. Ah, wieder dahinter. Okay. Mhm. Gut, gehe jetzt zu, jetzt ist die Kreativität hier etwas eingeschränkt. Ha. Okay. Drehen wir hier vor einfach. Da auf Adler. Hier auf Wal. Und da auf Schlange. Hat jetzt noch was gedreht? Nee, ne? Klang nur so. Gut. Wie falsch. Wal. Oh. Hier wollte ich eigentlich einen Adler haben. Okay, versuch's nochmal. Hab ich verguckt anscheinend. Hä? Drehen die sich beide, wenn die aktiviert? Wal, Wal. Adler, Adler. Wal, Wal. Schlange, Schlange. Gut. Das riecht nach Gefahr. Ich pack gleich mal die lebende Rune aus. Da ist ein Trittstein, der wahrscheinlich dann Pfeil auslöst. Es sind noch Löcher an den Wänden. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Alter! Erschreckt mich nicht so. Das ist einfach faszinierend. Schön. Also gut. Du hast mir einen Herzinfarkt gemacht. Heilung. Bringt Geld. Die Bücher könnt ihr tatsächlich, wenn sie findet, selber lesen. Die sind teilweise lang, manche davon sind sogar interessant. Zum Beispiel die Cheogorath-Saga fand ich immer ganz interessant. Akzeptiert. Nein. Teuf dir. Idiot. So, hier sehen wirklich alle nicht mehr lebendig aus. Können also gemütlich plündern. Dann haben wir erstmal dahin genommen. Alter Falter, ja. Das sieht nach einem gesunden, tödlichen Kampf aus. Wir speichern. Speichert so oft ihr könnt. Also so etwas. Nun seht euch das an. Ich hätte mir nie träumen lassen. Da unten steht einer, Kollege. Ihr hättet nie herkommen sollen. Okay, ich glaube, verfehlt. Bleib stehen. Nichts scheint zu funktionieren. Okay. Haltet es beschäftigt. Ich suche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Okay, am besten wir gehen mal runter. Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Ah, okay. Okay, Jiri Galdorsson, hier heißt der Kollege, der scheint nicht allzu stark zu sein. Ein Pfeil hat relativ viel Schaden gemacht. Tun wir ein bisschen Todbomber mit dir.
Skelettfragment. Boah! Magische Fähigkeiten sind 10% mehr effektiv und haben 10 und sind 10% schneller. Achso, lernt man schneller. Okay. Mhm. Ja, das ist ziemlich krass, gebe ich zu. Versiegelungsformel, die müssen wir bestimmt lesen. Machen wir auch gleich mal. Das Amulett können wir auch direkt anlegen. Wahrscheinlich werden wir es eh irgendwann abgeben müssen. Oh ne, das ist nicht das. Wo ist es? Ah, toll. Da. Vor allem ist es nur ein Fragment, heißt theoretisch, es wird noch besser. So, und lesen. Es wäre es klug gewesen, sich zu merken, wie das genau heißt. Ich habe es nur so halbleiter gerade im Kopf, weil ich in Gedanken schon wieder 10 Schritte weiter war. Da, Versiegelungsformel. Gebunden seid ihr, gierig, Mörder und Verräter, verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich. Vergessen seinen Namen und Taten im Land eurer Väter und eure Magie, unserem Schutzzauber weich. Ja, ist okay. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht, oder? Also, das ist ja wirklich einzigartig. Ja, das ist es. Guck mal, hier sind noch ein paar einzigartige Sachen. Plündern. Sein Stab. Oh, ein starkes Gift. Kartoffeln brauche ich nicht. Was ist das? Nochmal ein Gift? Ich hätte gedacht, du würdest wieder aufstehen, bis wir diese Versiedlungsformel sprechen, aber gut. Der bleibt am Boden, das soll uns erst einmal recht sein. Gut, hier ist alles dunkel, nichts zu sehen. Was könnte dies für ein Ort sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aren von dieser Entdeckung unterrichten? Na klar. Bitte beeilt euch. Was? Okay. Ja. Dann mache ich mal den Weg zurück und für euch pausiere ich bis dahin. Ich steige mal für euch ein. Hier ist ein Drache. Mal schauen. Gegen irgendwas kämpft er. Sehr, sehr tödlich. Wäre natürlich toll, wenn wir den hierher locken könnten. Wir sind ja in der Akademie und hier gibt es haufenweise tote Tiere. Nein, ich meine natürlich gibt es haufenweise Wesen, die uns helfen können. Vielleicht kommt er ja her. Dann müssen wir uns ihn nicht selber stellen. Wir können ihn aber schön seine Seele abfarmen. Die brauchen wir, ja? Hi! Komm! Ja? Wo bist du? Bad Kater, bist du vor mir? Ich sehe dich aber nicht. Da oben ist er. So, jetzt sage ich euch mal, was wir machen. Wir haben ja eigentlich hier genug Leute. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere eigenen nicht treffen. Wenn die anfangen, auf uns loszugehen, haben wir ein fettes Problem. Und deswegen beschwören wir mal Golden Saint. Das ist ein Schütze. Kann schon ein bisschen draufhauen. Wir müssen aufpassen. Drachenattacken sind in der Regel tödlich. So, jetzt kommen schon die ganzen Viecher hier, sag ich mal, helfen. Oder hauen ab. Wo ist er? Da. Immer vorsichtig sein, auch wenn der nicht unten auf dem Boden ist. Die haben gerne mal Lust dazu, einfach so mal auch in der Luft Feuer zu spucken auf einen. Wir brauchen jetzt unseren Bogen. Er ist aber sehr ungewillt, sich treffen zu lassen. Na, so weit wird er nicht schießen können, oder? Tolle Pose. Ich
Trinliaus, okay. Ja, natürlich zu Glück, dass die Spielmechanik es uns erlaubt, ihn hier gerade anzugreifen, ohne selbst auf den Sack zu kriegen. Jetzt die Frage, kann man uns von da treffen? Ich glaube nicht. Zack. Zwei kriegen wir rein, oder? Kriegen wir so noch einen dritten? Schön. Vierten? Nee, das ist zu viel. Oh, der ist auch noch getroffen. Oh. Okay. Hat er mich vergiftet? Ich kriege auf jeden Fall permanent Schaden. Mal gucken, wie lang. Meine Gesundheit nimmt ab. Wir zaubern lieber uns schon mal direkt. Healing Blossom. Wir werden es so brauchen. Bisher hatte ich nur Feuerdrachen gehabt. Ich weiß nicht, mit was der mich gerade attackiert hat. Scheint nur irgendwie dem Leben hier egal zu sein, dass hier ein Drache rumliegt. Gut. Schaden ist jetzt abgeklungen. Ich vermute mal, dass das Gift war. Ja, da treffe ich dich nicht. Aber ein Golem ist, glaube ich, da oben, der gegen ihn kämpft. Wow! Was war das? War eine Druckwelle bis unten durch? Offenbar ja. Okay. Versuchen wir auf die Zinnen hochzukommen und ihn zu looten. Ich muss mir überlegen, dazu müssen wir, glaube ich, durch die Quartiere bis ganz hoch rennen. So, und hoch dürfte es gehen über die Innenräume. So, jetzt müssen wir uns schauen, wo er liegt. Ich hoffe mal, dass das hier... Das sieht, da ist... Ah, da liegt er doch. Oh, ist er schon... Ist schon zu Knochen geworden? Nee, noch nicht. Schild Rock Golem. Der hat einen... Wow! Der hat einen dieser magischen Rock Golems, die es hier durch die Mods gibt, gekillt. Das hätte ich nicht gedacht, dass die das können. So, ja, wenn ihr Drachen tötet, dann entzieht man die Seele, das sieht so aus. Und die kann man dann nehmen, um Schreie zu verbessern. Oder zu allgemein erstmal zu lernen, dann zu verbessern. Und natürlich kriegt man auch Drachenknochen, mit denen man sich Drachenrüstung machen kann. Bisschen Feuer. Jeder hat seinen Zahn hier. Ich sammle die momentan, weiß nicht warum. Genau. So, da wir jetzt gleich in der Nähe sind, schauen wir mal, wie es am schnellsten zum Erzmagier geht. Dann gebe ich nach unten. Machen wir das einfach mal. Wir haben ja Drop Zone. Mit dem Zauber können wir ja ganz sicher aus jeder Höhe landen. Bumm. So. Das Gemach des Erzmagiers. Ich fühle mich immer sehr, sehr wohl. Aber das gehört alles ihm. Aber es ist echt toll, ne? So, wo ist denn Kollege Erzmagier? Ja, da liest er eine Runde. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Okay, und habt ihr jemals den Zizek-Orden getroffen? Persönlich nicht. Einer aus ihrer Gruppe beriet den Erzmagier, als ich noch in der Ausbildung war. Aber das war vor vielen Jahren, bevor alle Mitglieder des Ordens zurück zur Insel Artaeum berufen wurden und er komplett verschwand. Ich muss mit euch über das Saatal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Hm.
Machen wir das Erste. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Tolftier wollte sich ansehen. Hoppla. Ich hoffe, es gibt von Tolftier noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Oh, cool. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Yay. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magierlichts, ja, der ist nicht so toll. Gut. Also gut. Ran an die Bücher, ja. Ab zur Bibliothek, die ist ja hier wohl gleich in der Nähe. Da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Okay. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Ankano nach euch gefragt hat. Ich glaube, er sucht nach euch. Warum sollte Ankano nach mir suchen? Ich bin nicht sicher, nur... Nun passt auf, was ihr zu ihm sagt, ja? Gibt es ein Problem? Nun, ich glaube jedenfalls nicht. Ganz unter uns, es gibt Gerüchte über ihn, dass seine Beraterfunktion nur ein Schwindel, ein Vorwand ist. Dass er in Wirklichkeit für die Talmor spioniert und versucht, ihnen Informationen zu liefern. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber es kann nie schaden, etwas misstrauisch zu sein, nicht wahr? Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Jo, damit steigen wir ein. Hier, ich habe gefunden. Orakroschub war ein bisschen versteckt. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Das, natürlich. Aber ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir im Saartal herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Habt ihr denn nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Was, Felix? Okay, abgeschlossen. Finde die gestohlenen Bücher. Okay, warum sind diese Zauberer in der Festung Dämmerlicht? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Wer ist dieser Orton? Ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Kümmert es denn niemanden, dass Orton Dinge aus der Akademie gestohlen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aram vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Danke. Ja, gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Oh. Nee, das ist Ankano. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Ja, ich habe gerade dem Erzmagier Bescheid gegeben. Ich finde, der Ankano hat ein ungesundes Interesse daran. Dessen bin ich mir bewusst. Tolftier befindet sich immer noch in Saartal, nicht wahr? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Könnt's haben. Aber was geht euch das an? In Saartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Tolftier ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ja, Snape. Okay, jetzt aber auf nach Dämmerlicht, denke ich zumindest.
Jo, direkt nach dem Teleport voll in die Party hier gebrettert. Lass uns erstmal Respekt vor Abstand mit den Obersten sammeln. Oh, wie süß, ein Zombiehund. Okay, Strategie. Erstmal Sorglok einverstanden. Und dann würde ich sagen, tun die mit Boliden erstmal ein bisschen dezimieren. Oh. Entschuldigung, das ist der falsche Zauber. Ich wollte Bombardement. Ja, süße Zombies. Noch irgendwo ein Zombiehund, der. Da hinten sind schon die Armee der Magier. Die nähern sich aktuell nicht. Ich kann nicht abschätzen, wie gefährlich die sind. Okay, ich kann abschätzen, wie gefährlich sie sind. Gefährlich. Ich will mich korrigieren. Doch recht stark gefährlich. Okay, der Bogen, den vergiften wir. Zack. Ein bisschen Heilung. Regeneration kann nicht schaden. Und Blitzresistenz und Bogenkunst verstärken. Okay. Von der Blitzresistenz merke ich auch nicht gerade viel, muss ich mal ehrlich sagen. Treffe ich den nicht oder ist der einfach nur immun gegen Lähmung? Na, geht doch. Boah, guck mal, wie viel die aushalten. Gut, die Hündchen sind okay. Die können wir schön mit Bombardement wegbombardieren. So, wo ist der andere? Ist der wieder runtergefallen? Okay, er wird sterben. Knochenmehl ist okay, Hundefleisch brauche ich nicht. Ich versuche gerade zu erkennen, wo hier noch jemand ist. Ziemlich nah. Heiß mal hier, los, brenn! Nehmen wir. Ja. Da steht doch jemand. Ist mir Freund? Feuermagier Adept, wir sind garantiert keine Freunde. Ich denke allerdings, dass wir mit dem vergifteten Schwert gut vorwärts kommen. Zack. Seelenstein. Hey, Shadow brauche ich nicht, nehme ich aber trotzdem zu verkaufen. Ja. So, wer noch? Da ist noch ein Feueratronage. Was ist für ein anscheinend ein kleiner. Bam. Okay. Zack. Stimmt, der explodiert nochmal, nicht dran gedacht. Gut. Willkommen bei der Festung. Auf der Karte gezeigt, hier ist er. Ich zoome mal ein bisschen raus. Nordöstlich vom Weißlauf. Naja, nordöstöstlich. Und damit würde ich sagen, ist das für die jetzige Folge ein gutes Ende. Nächstes Mal betreten wir die Festung. Ich hatte sie schon einmal sauber gemacht, aber ihr seht,
wenn da eine Quest kommt, das bleibt nicht sauber, das resettet mit der Zeit. Die sehen nicht mehr cool aus, die Feuer-Atronaschen. Ja, erstmal weg damit. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser. Und mögen die Gaming-Götter mit euch sein.